Juju on that Beat wird zum viralen Dance-Hit, Coldplay mit neuem Song und Bruno Mars auf Tour? Das alles und mehr jetzt hier in Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Was geht? Ich bin's, Vero, und auch in der letzten Woche ist so einiges in der Warner Music Welt passiert und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Unser Musikvideo der Woche ist Juju on that Beat von Zay Hilfiger und Zayn McCall. Wer Juju on that Beat noch nie gehört hat, dem entging wahrscheinlich der viralste Dance-Hit 2016. Die zwei 15-jährigen Jungs aus Detroit ist wohl das Unglaublichste gelungen, und zwar die passenden Dance-Moves zu erfinden, die den Song zu etwas Einzigartigem machen. Alles begann in ihrem Kinderzimmer. Erst wurde ein Freestyle-Rap aufgenommen und kurzerhand danach tanzten sie vor sich hin und nahmen es schließlich auf. Daraus ist nun die TZ Anthem Challenge geboren. Und viele Berühmtheiten machten schon mit. Dadurch erreichten alle Videos schon Millionen Klicks und selbst auf Instagram haben mehr als 60.000 Tanzverrückte an der Aktion mitgemacht. Mein Lieblingsvideo ist auf jeden Fall von einem 4-jährigen kleinen Jungen, der in der Ellen Show in den USA mitgemacht hat. Ja, der Junge tanzt wie ein Gott. Guckt euch dieses Video unbedingt an. So süß. Jetzt geht der Juju Dance Hype aber in die zweite Runde. Lade du doch auch dein Video hoch, egal ob Instagram, Twitter oder Facebook, mit dem Hashtag DoTheJuju und dann nimmst du automatisch an unserer Verlosung teil. Du kannst einen exklusiven und privaten Dance Workshop mit der erfolgreichen Instagrammerin und Tänzerin Ivana Santa Cruz in Berlin gewinnen. Wir verlosen 5x2 Plätze inklusive Anreise und Hotel und außerdem werden die besten Clips in einem Fanvideo zusammengeschnitten. Coldplay haben ihre neue Single namens Everglow rausgehauen. Hierbei handelt es sich um eine neue, reduzierte Version des Songs vom aktuellen Album. Die Idee kam beim diesjährigen Glastonbury Festival, bei dem Chris Martin wegen technischer Probleme gezwungen war, eine alternative Solo-Version von Everglow zu performen. Das Ergebnis fand die Band so gut, dass sie diese Stimmung in ihre neue Single-Version einbrachten. So don't change. Kommen wir jetzt zu Lido. In seinem neuen Video Die sehen wir den Norweger als richtigen Allrounder. Er präsentiert uns eine One-Man-Show vom Allerfeinsten. Er bedient alle Instrumente selber, alle Mikros selber und singt dann auch noch so fantastisch mit einer richtig tollen, souligen Stimme. Das Video wurde in Paris gedreht und die Elemente aus seinem Bühnensetup genutzt. Die ist ein Song von seinem Debütalbum Everything und ist bereits auf dem Markt. And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. In dieser Woche haben wir Kaleo mit ihrer neuen Single Way Down We Go. Eventuell kommt euch der Track bekannt vor, denn in der letzten Woche wurde der Song schon für die neue Serie Blindspot auf Sat.1 gefeatured. Kaleo sind auf keinen Fall ein ungeschriebenes Blatt mehr. Die Band aus Island hat schon viele Serien mit ihren Songs bereichert. Ja, und Fun Fact, auch für die Anwaltsserie Suits, wo auch die neue Freundin von Prince Harry mitspielt. Ja, und nachdem sie nun eine feste Fangemeinde aufgebaut haben, kommt die Band nun endlich mit ihrem Debütalbum AB an den Start. Ja, Freunde, das Album ist auf jeden Fall der absolute Hammer und dieser Track schon einer meiner Lieblingstracks. Und wenn ihr genauso Fan seid wie ich von Kaleo, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Fanpaket zu gewinnen mit dem Album AB auf Vinyl und CD. Und dafür müsst ihr nur an dieser wunderschönen Umfrage teilnehmen. Zusätzlich dazu könnt ihr noch am Ende der Umfrage an einem Gewinnspiel teilnehmen und ein Jahres-Deezer-Abo gewinnen, Gutscheine für Amazon und auch Gutscheine für den Warner Artist Store. Wenn das mal nichts ist, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Kommen wir jetzt zum Tour-Tipp der Woche. Bruno Mars kündigte seine 24K Magic Welttournee 2017 an. Ja, und jetzt kommt der absolute Hammer, Freunde. Er bereist 85 Städte in 17 Ländern. Hallo?
85 Städte in 17 Ländern. Ich habe Freunde, die haben es nicht mal weiter als bis zur Ostsee geschafft. Ja, also Hut ab, Herr Bruno Mars. Zur Vorbereitung auf die Tour gönnt euch auf jeden Fall das neue Album von Bruno Mars, 24K Magic, ab heute in den Läden. So, und jetzt hat die liebe Aminata noch was für uns. Hallo Vero, wir waren gerade auf dem Melanie Martinez Konzert in Berlin und hier gab es einiges zu sehen. Schau mal, was wir erlebt haben. Das ganze Warner on the Road Video findet ihr hier und dann habe ich noch eine Playlist für euch. Ein Abend mit Freunden. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Vero.